Was wird aus einem Menschen, der wiedergeboren ist, sich aber selbst umbringt? Ja. Bumm. Da ist sie. Die Frage. Ja, also, wie ich jetzt an diese Frage herangehen würde, möchte ich da gerne mal so einführen. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt unterschiedliche Lager im Leib Christi. Das sind wirklich Geschwister, die sind alle gläubig wiedergeboren. Große Theologen, große Gelehrte, Bibelliebhaber, Ausleger, die es dem Wort Gottes gewidmet haben, dem Studium des Wortes Gottes gewidmet haben. Ja, und die einen, würde ich sagen, wie würden die das jetzt wahrnehmen? Die reformierten, eher kalvinistischen Geschwister, die würden sagen, die glauben ja an die 5 Punkte, nicht alle, es gibt auch 4 Punkte Kalvinisten zum Beispiel, die würden sagen, die den 5. Punkt auch noch bestätigen, die Bewahrung der Heiligen, dass Gott die, also ein Wiedergeborener kann nicht abfallen, kann sein Heil nicht verlieren, die würden sagen, der war nie wiedergeboren. Wenn das jemand macht, wenn jemand wirklich abfällt, der war nie wiedergeboren. Das ist eine Möglichkeit auf schwere Sünden oder auch mangelnde Heiligung aus diesem Lager zu antworten. Dann haben wir quasi das Lager, das gegenüberliegt am anderen Pol, die glauben, dass das Heil verlierbar ist, dass wirklich Kinder Gottes, wirklich Wiedergeborene sich langsam entfernen können, bis sie komplett abfallen. Und wenn der Mensch abfällt, dann endet geht er verloren in der ewigen Verdammnis. Und dann, ja, was da oft dann gesagt wird, was ich schon mal so aufgeschnappt habe, ist, der Selbstmord ist die einzige Sünde, über die der Mensch keine Buße mehr machen kann. Setzt jetzt aber auch eine bestimmte Sache voraus. Wenn da eine Sünde in meinem Leben ist, über die ich jetzt keine Buße mache, dann gehe ich verloren. Das setzt das voraus. Das muss jetzt gar kein Selbstmord sein, da ist irgendwas, eine schwere Sünde und ich sterbe, ohne darüber Buße zu tun, dann würde ich also verloren gehen. Das ist so die nicht ausgesprochene Überzeugung, die sich dahinter verbirgt. Ja, diese Antwort wird gegeben. Ich persönlich sehe das so, dass ein Wiedergeborener allerlei Arten von Sünden begehen kann. Ich suche gerade eine Stelle. Petrus sagt zum Beispiel, über Christen meine ich, ja, so wie ich meine, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Also wir sollen nicht als solche Verfolgung, Leid erfahren, als Diebe, Mörder und so etwas. Also ich glaube, dass wirklich Christen in so ein Fahrwasser hineinkommen können. Aber hier, gerade speziell hier, sich das Leben zu nehmen, das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Das kann körperlich bedingt sein, also medizinisch, körperlich, dass der Mensch nicht mehr weiß, was er macht. Es gibt auch, ich kann euch einen ganz krassen Fall erzählen, die habe ich sogar noch, glaube ich, könnte ich zu Hause haben, zumindest im Internet vielleicht finden. Es gibt so eine Zeugnis-DVD, so eine CD, 3 verlorene Söhne, 3 prodigal, ich kriege es jetzt Englisch gerade nicht zusammen, 3 verlorene Söhne, auf Englisch steht es drauf, und einer von denen musste Tabletten nehmen, weil er psychische Probleme hatte. Solange er die Tabletten genommen hat, war alles gut, und die geben dort richtig Zeugnis, wie die zum Glauben gekommen sind, und dann haben die ihm gesagt, er soll die Tabletten absetzen. Der ist ja gläubig und so weiter, der braucht die nicht, das hat er dann auch gemacht und durchgedreht und hat mit einem Schwert in München in der Fußgängerzone einen Menschen enthauptet, weil er Tabletten, die er hätte nehmen sollen, abgesetzt hat. Und das kann wirklich körperliche, medizinische Gründe haben, dass Menschen in so ein Loch fallen und sich dann das Leben nehmen. Kann auch andere Gründe haben. Ne? Aber ich glaube, dass Wiedergeborene das diese Sünde machen können und deswegen nicht verloren gehen. Das ist so, wie ich das aus der Schrift rauslese, ne? Verstehe. Also ich würde da nochmal ein bisschen grundsätzlicher aufzeigen, wie komplex diese Frage ist. Also Gott ist es, der Leben schenkt, und Gott ist es,
in dessen Hand alle unsere Tage sind, auch die letzten. Ne? Und wir stehen auf jeden Fall dazu, dass wir Menschen eben nicht das Ende des Lebens definieren sollten. Ja, auch so Sterbehilfe und so etwas, ja. Mhm. Da sind wir ganz klar dagegen, ja, weil Gott am Ende das Ende des Lebens bestimmen sollte. Jetzt wird die Frage aber sehr kompliziert. Ja, Sterbehilfe, gibt es aktiv oder passiv, wenn man irgendwie Geräte ausschaltet, weil ein Mensch nur noch über irgendwelche Geräte am Leben erhalten wird, ist das schon, dass wir das Ende des Lebens definieren, indem wir sagen, wir schalten jetzt die Geräte aus. Und ich weiß, dass manch ein Christ, auch aus dem Bekanntenkreis, da in ganz, ganz schwierige Not kam, ne, sowas entscheiden zu müssen. Ja, da ist ein Bekannter, wo man weiß, der ist nicht mehr wirklich lebensfähig und ist an Geräte angeschlossen. Und da muss man entscheiden, dass man die eben ausschaltet oder nicht. Ja. Also da gibt es nochmal dieses aktive, passive Sterbehilfe. Also aktiv sollte man auf jeden Fall nicht. Und ich bin auch dagegen, dass es dass Instituten freigegeben wird, Menschen Sterbehilfe zu leisten, aktive Sterbehilfe zu leisten, sondern es geht immer darum, Menschen zu begleiten, sie zu unterstützen, dass das Leben, dass sie leben können, noch würdig ist, würdevolles Leben. Und wenn irgendwann der Moment kommt, dass man diese Welt verlässt, dann sollten wir Menschen das nicht definieren, wann das ist. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Grauzonen, ganz schwierige, schwierige Fragen in der Praxis. Ne? Ich habe schon mit dem Wort Selbstmord Probleme. Und heutzutage spricht man ja auch eher vom Suizid. Also es geht ja davon aus, dass man sagt, Mord ist eine Todsünde und wenn jemand sich selbst tötet, dann mordet er, weil er das aktiv und bewusst tut. Und weil das eine Todsünde ist, kommt er in die Hölle. In jedem Fall kommt er in die Hölle. Mhm. Na? Da gibt es aber Menschen, die aus einer großen Verzweiflung vielleicht irgendwie handeln. Zum Beispiel habt ihr ja mitbekommen, es gab ja das World Trade Center und es gab einen riesen Anschlag darauf. Die Flugzeuge sind in die Türme geflogen. Und dann habe ich in einer Nachrichtensendung, damals als das Ereignis passiert ist, habe ich gehört, dass es in den USA ganz, ganz große Schwierigkeiten gab, dass man sich nicht eingestehen wollte, dass Menschen tatsächlich aus den Fenstern gesprungen sind, in den Tod. Warum? Weil genau viele da sind, die so etwas glauben. Wenn man sich selbst tötet, aus dem Fenster springt, kommt man in die Hölle. Ja, und was denken dann die Angehörigen? Das war so ein Thema, wo man komplett verschwiegen hat, ja. Und da sehen wir schon, wie kompliziert diese Frage ist. Ja? Da bist du in so einem Hochhaus, hinter dir brennt und du hast die Wahl, verbrennen oder springen. Ja? Kurz und schmerzlos. Und stell dir mal vor, du bist dann in der Not und denkst dir, springen darf ich nicht, weil dann habe ich es selbst gemacht, dann komme ich in die Hölle. Ich muss mich jetzt beim lebendigen Leib verbrennen lassen. Also es zeigt, wie kompliziert diese Frage ist. Ja, Josef, am Ende des Tages bin ich bei dir. Ne? Wenn man Kind Gottes ist, und ich sage immer, also bin ein Gegner davon, dass jemand sich das Leben nehmen sollte, ne? Aber ich weiß eins, ein Kind Gottes ist in der Hand Gottes geborgen. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Und das steht über dem Leben eines Kindes Gottes. Und dazu stehe ich. Ja? Also du wirst leben, wenn du die Augen hier schließt, dann wirst du dort leben. Und ich glaube, an diese Frage müssen wir äußerst demütig dran gehen. Und da sollte man, wenn man selbst niemals in so einer Situation war, solche Entscheidungen treffen musste, für einen Angehörigen oder wie auch immer, oder dass ein Bekannter, ein Freund von einem, das passiert ist, dann sollte man niemals hochmütig darüber sprechen und sagen, die Antwort ist doch so klar. Ja? Wart's ab, wenn du irgendwann in so eine Situation kommst, dann ist sie nicht mehr so klar. Ja? Und dementsprechend unser Leben und Sterben ist in Gottes Hand.
Wir sollten das nicht tun, dass man sich das Leben nimmt. Das sollten wir Gott überlassen, egal wie schwer die Situation ist, sollte man am Leben festhalten und nicht als Mensch die Entscheidung treffen. Aber wir wissen eins, die Kinder Gottes sind in Gottes Hand geborgen. Und wenn wir unsere Augen hier schließen, werden wir dort sein bei ihm. Davon bin ich überzeugt, da bin ich sehr sicher. Der Tod kann uns nicht trennen von Gott. Ja, das Problem bei dieser Frage und ähnlichen Fragen ist immer dasselbe. Ne? Ist das Heil verlierbar oder nicht? Und darüber wird seit Jahrhunderten debattiert, und das können wir hier leider in Gensingen, sage ich immer, nicht lösen, nicht auflösen. Da gibt es zwei Lager. Ne? Und darum, wie gesagt, mit Demut herangehen, weil das waren alles sehr gottesfromme, also sehr fromme und gottesfürchtige Männer Gottes, die hier sich debattiert haben. Ne? Ja. Also es gibt hier auch ein großes Leid. Es gibt ja eine große Kirche, die dann halt sagt, wenn jemand sich selbst das Leben genommen hat, der kommt garantiert in die Hölle. Und da werden auch zum Beispiel keine Beerdigungen oder irgendetwas vorgenommen, wenn so etwas passiert. Und das finde ich nicht wirklich verantwortlich. Ne? Ich weiß auch von Bekannten, zum Beispiel der ehemalige Bibelschulleiter Doy Klaassen aus der Bibelschule Brake, er wurde mal gerufen zu einer Beerdigung, die er halten musste. Da hat der Sohn des Pastors auch mit ganz großen psychischen Problemen, aber er hat Jesus gekannt, hat sich das Leben genommen, und er hat den Menschen Trost gegeben, hat dann die Predigt gehalten auf der Beerdigung. Und dann gab es doch tatsächlich so unverschämte Christen, die ihn da richtig kritisiert haben dafür, ne, wie ihm sowas einfallen könnte und warum er so etwas macht. Ich weiß, wir sind in Gottes Hand geborgen, und darauf vertraue ich im Leben und im Sterben. Und das Leben ist so kompliziert, da will ich nicht der Richter spielen, das überlasse ich Gott. Ja. Ich hoffe, dass es dann einigermaßen ausreichend beantwortet, aber es ist eine wirklich komplexe Frage. Aber ich glaube, da haben wir noch ein paar von der Sorte. Ja. Ja, gut. Gott ist gerecht, das kann man sagen, aber auch barmherzig, beides, ne? Liegt in seiner Hand.